Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Trofina und ihr seht schon, ich habe hier voll den Packen Zettel in der Hand. Man hat es vielleicht auch schon im Thumbnail gesehen oder in der Überschrift. Ich werde eine Gruselgeschichte vortragen. Die habe ich am 5. Oktober angefangen und heute Morgen habe ich sie zu Ende geschrieben. Es sind 20 Blätter, die ich immer nur auf einer Seite beschrieben habe. Ja, ich weiß, man kann Blätter auch auf zwei Seiten beschreiben. Aber ich habe es jetzt halt mal so gemacht. Und nicht erschrecken, es kann gelegentlich mal Soundeffekte eingespielt werden, die halt zu dieser Geschichte passen. Und ihr müsst gar nicht wirklich das Video gucken, sondern ihr könnt euch jetzt auch zurücklehnen und was weiß ich, einfach meiner Stimme lauschen. Genau. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen an. So, erstmal ein bisschen gemütlicher hinsetzen. Aber ich muss mich immer noch ein bisschen abstützen, sonst kippe ich nachher nach vorne oder nach hinten. Genau. So. Genau. Und ich lasse die Zettel, die ich gelesen habe, lasse ich einfach so nach unten fallen. Also nicht wundern, ne? Genau. Genau. Dann beginne ich mal. Horror-Fangeschichte. Irgendwo in Südtexas, auf einer einsamen Straße, wandert die 32-jährige Tina auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit. Doch jedes Fahrzeug fuhr stur an ihr vorbei. Tina trug einen schweren Wanderrucksack auf ihrem Rücken, in gelb-grau. Sie trug ein schwarzes Tanktop, eine kurze Hose, die ihr bis zu den Knien ging, und in ihrer linken Hand eine Thermoflasche mit Wasser. Es ist mittags, 12 Uhr, und die Sonne war extrem heiß an diesem Tag. Um 14 Uhr kam Tina an eine verlassene Tankstelle an. Tina sah sich um und rief: Hallo? Hallo? Ist hier keiner? Sie bekam jedoch keine Antwort. Es kam ihr aber sehr seltsam vor, da frische Lebensmittel zu sehen waren. Also beschloss Tina, die Tankstelle zu betreten. Als Tina die Tankstelle betrat, rannten ihr drei dicke, hässliche Ratten vor die Füße und Tina schreckte leicht zurück. Na, hier kann man aber auch mal wieder sauber machen. Wie sieht es denn hier aus? Hallo? Ist hier niemand? Weiterhin keine Reaktion. Tina beschloss, drei Wasserflaschen, vier Äpfel und drei Dosen mitzunehmen und legte an der Kasse 20 Dollar hin. Dann ging Tina weiter und suchte sich einen guten Platz, um ihr Zelt aufzuschlagen. Tina schaute mit der großen Taschenlampe auf die Landkarte, die sie in ihrem Zelt auf dem Boden ausgebreitet hatte. Da! Sie zeigte mit ihrem Zeigefinger auf die verlassene Tankstelle und markierte sie rot. Puh, das sind noch fast 60 Meilen bis zur nächsten Stadt. Tina spielte nachdenklich mit ihrem roten Stift. Doch dann hörte sie etwas. Tina hörte Stimmen, die ihrem Zelt immer näher kamen. Tina machte die Taschenlampe aus, hielt diese aber fest in ihren Händen. Plötzliche Stille. Tina versuchte ganz ruhig zu atmen. Plötzlich stach jemand ihre Zeltplane ein. Tina rannte vor Schreck weg. Sie hörte noch, wie jemand rief: Hey, Lederfratze, schnapp sie dir! Irgendwas verfolgte Tina, aber sie wollte sich nicht umdrehen. Erst jetzt wurde ihr klar, dass es ein Raubüberfall sein musste. Tinas linker Fuß blieb an einer Baumwurzel hängen und Tina stürzte. Oh, verdammt! Ah! Tina stauchte sich den Knöchel. Plötzlich stand einer vor ihr. Tina sah hoch und sie sah einen Mann mit Maske und Kettensäge. Tina schrie: Nein, bitte nicht! Der Mann mit der Kettensäge wedelte und gestikulierte wild umher. Dabei machte er komische Geräusche. Tina zog sich am Baum hoch und ließ den Mann mit der Maske und der Kettensäge nicht aus den Augen.
Der Mann mit der Kettensäge machte einen großen Schritt auf Tina zu. Tina hingegen machte einen Satz nach hinten und leuchtete dem Mann mit der großen Taschenlampe ins Gesicht. Der Mann ließ die Kettensäge fallen, worauf diese ausging und eine Böschung herunterrollte. Tina rannte, so schnell sie nur konnte. Tina rannte um ihr Leben. Als sie an einer Art Farm vorbeikam und dort Licht brennen sah, dachte sie, dort könnte ich Schutz finden. Tina klopfte an der Tür und noch ein zweites Mal. Tina bemerkte nicht, dass jemand hinter ihr stand und plötzlich spürte Tina einen dumpfen Schlag auf ihrem Kopf und sie ging zu Boden. Als Tina wach wurde, war sie an einen Stuhl gefesselt. Der Raum war stickig und dunkel. Tina versuchte, sich zu befreien. Doch plötzlich schlug ein Mann mit Messer die Tür auf und sagte, sieh an, die Kleine ist erwacht. Tina fragte, was das soll. Und der Mann antwortete, nun, das ist unser Hobby. Tina provozierte den Mann. Und als dieser näher kam, tritt sie ihm gegen sein Knie. Der Mann schrie kurz auf. Ah, verdammt! Lederfratze! Ich brauche hier Unterstützung! Dann kam dieser Mann mit dieser seltsamen Maske durch die Tür. Hä? Der Mann mit dem Messer sagte, pack sie dir und leg sie anschließend zu den anderen. Tina schrie und brüllte, doch das nützte gar nichts. Der Mann mit der seltsamen Maske schnitt die Fessel durch und nahm Tina auf seine Schulter. Dann ging er mit ihr in ein anderes Zimmer. Tina zappelte und brüllte, doch der Mann mit der Maske war davon wenig beeindruckt. Dann stand plötzlich ein anderer Mann in der Tür. Dieser sagte, hey, Bubba, beeil dich damit, klar? Tina dachte, Bubba? Ist das der Name des Mannes mit der Maske? Tina blieb erstmal ruhig und beobachtete, was gesprochen wird. Tina stand hinter Bubba und sah sich um. Sie sah eine blutige Kettensäge und einen Schriftzug. The Saw is Family. Bubba konnte anscheinend nicht sprechen. Er machte nur komische Geräusche und gestikulierte mit den Händen umher. Dann ging der andere Mann und Tina war mit Bubba ganz allein im Raum. Bubba ging im Raum auf und ab. Es scheint so, als würde er etwas suchen. Tina versuchte, an ihm vorbeizurennen. Es gelang ihr doch. Bubba war flink genug, Tina von hinten zu packen und er setzte sie auf die Schlachtbank. Tina saß auf der Schlachtbank und beobachtete, was Bubba vorhat. Plötzlich packt sich Bubba die Kettensäge und schaltete sie ein. Tina bekam große Augen und versuchte, Abstand zu gewinnen. Bubba gestikulierte wild mit der Kettensäge umher und kam Tina damit extrem nahe. Tina weinte und kauerte sich zusammen und schloss ihre Augen und hielt sich beide Hände vor ihr Gesicht. Tina sagte unter Tränen, »Bitte nicht! Warum willst du mir wehtun? Ich hab dir nichts getan!« Tina versagte die Stimme und sie zitterte. Bubba senkte seine Kettensäge und hörte ihr zu. Es schien so, als ob Bubba sich selbst hinterfragte, »Was mache ich hier?« Bubba senkte die Kettensäge weiter und sah Tina einfach nur an. Tina bekam davon erst nichts mit. Sie hatte so große Angst und zitterte am ganzen Körper. Als Tina merkte, dass nichts passiert, wagte sie einen Blick nach oben. Sie sah Bubba da stehen, in blutiger Metzgerschürze, Kettensäge und er schien nachzudenken. Bubba und Tina schauten sich eine Weile an. Die Kettensäge war immer noch an. Dann legte er die Kettensäge ab und kam auf Tina zu. Sie versuchte sich zu wehren, ihn wegzustoßen, doch das geling ihr nicht. Bubba packte Tina an beiden Oberarmen, aber nicht zu fest. Tina war unsicher, was sie tun sollte. Bubba sah Tina an, bemusterte sie regelrecht. Bubba streichelte ihr mit der rechten Hand über ihren Kopf. Tina war verwirrt. Was geschieht hier? Tina wagte es, mit Bubba zu sprechen. Hey, was passiert hier? Ich verstehe nicht ganz.
Du solltest mich doch eigentlich töten, oder? Also, das hat man dir befohlen. Boba sah sie an, als Tina ihm das sagte. Boba nickte, dann schüttelte er den Kopf. Dann schlug die Tür auf und der Typ mit dem Messer stand in der Tür. Hey, Lederfratze, das Weib lebt ja immer noch. Boba drehte sich erschrocken um und schien Tina beschützen zu wollen, da der Typ mit dem Messer zu Tina wollte, aber Boba ihn nicht vorbeiließ. Der Typ brüllte dann: Hey, Drayton! Das Weib lebt noch! Nach kurzer Zeit kam dieser Drayton und schaute Boba an. Dann befahl er: Okay, Shop-Top, bringen Sie ins Esszimmer. Dort wartet schon Großvater. Shop-Top schubste Boba beiseite, packte Tina am Arm und zerrte sie mit sich. Tina war verängstigt. Nein, lass mich! Geh weg von mir! Hilfe! Shop-Top sagte: Ja, schrei nur! Dich hörte eh keiner! Nun saß Tina gefesselt an einem Stuhl. Sie sah mehrere Stühle und gegenüber von ihr saß ein sehr alter Mann. Das musste der Großvater sein, von dem dieser Drayton gesprochen hatte. Tina sah sich weiter um. Allgemein war das Haus nicht mehr im einwandfreien Zustand. Das Licht flackerte, es roch muffig und Bubba wie Shop-Top deckten den Tisch. Als Tina für kurze Zeit mit Bubba fast allein im Raum war, sah sie ihn an und flehte ihn an. Bubba, bitte, 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 mach mich los, hilf mir. Bubba drehte sich zu Tina um und kam langsam auf sie zu. Er streckte langsam eine Hand nach ihr aus und sah sie an, als würde er Mitleid mit Tina haben. Er streichelte ihr über den Kopf und an der Wange herunter. Doch dann wurde er unterbrochen von Drayton und Chop-Top, die ins Zimmer kamen. Drayton sah Tina und danach Bubba an. Was ist hier los? Los, du Nichtsnutz, bereite alles vor. Drayton sah Tina an und sagte: Mal unter uns, unser Großvater ist die Nummer eins. Er ist ein One-Hitter. Zack, tot. Tina schaute verwirrt Bubba an und dann wanderte ihr Blick zu dem Großvater. Tina fing an zu zappeln. Ihr seid alle verrückt! Lasst mich gehen! Shop-Top kam ihr sehr nah, grinste fies und sagte: Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Niemand kann dich retten und niemand kann dir entkommen. Shop-Top machte Tinas Fessel los und zog sie mit sich zum Großvater, der von Drayton einen Fleischerhammer in die Hand gedrückt bekommen hat. Shop-Top gab Tina einen Stoß. Tina fiel auf die Knie und hing mit ihrem Kopf über eine Zinkwanne. Shop-Top hielt Tina in Position. Drayton schob den Großvater näher heran und dann feuerten Shop-Top wie Drayton ihren Großvater an. Los, schlag zu! Ja, du bist die Nummer eins. Los, los, los! Der Großvater begann zu grinsen und holte aus, doch er verlor den Hammer. Drayton drückte ihm den Hammer erneut in die Hand. Tina wimmerte vor Angst und dachte: Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt nur? Der Großvater holte erneut aus. Shop-Top sagte: Ja, los! Niemand kann sie retten. Niemand! Dann schrie Tina: Boba, ich liebe dich! Tu was! Tina erschrak selbst. Sie sagte es aus Angst. Sie wollte nur so schnell wie möglich aus dieser Situation heraus. Alle erstarrten, als Tina dies sagte. Alle sahen Bubba an. Bubba schaute mit großen Augen und drückte Shop-Top zur Seite, worauf dieser sagte: Hey, was soll das? Der Großvater ließ erneut den Hammer zu Boden fallen. Drayton schaute sehr ernst und war verärgert. So, was zum Teufel geht hier vor sich? Bubba? Was geht hier vor sich? Bubba machte hektische Bewegungen und half Tina auf.
Bubba deutete immer wieder auf Tina und er schüttelte seinen Kopf dabei. Schocktorp kratzte sich am Kopf und sagte, was? Wir sollen sie verschonen? Warum? Wir machen das doch immer so. Drayton! Ich glaube, Bubba braucht wieder Schläge. Drayton grinste und ging auf Bubba los. Er schlug Bubba in den Magen, ins Gesicht und zum Schuss bekam Bubba noch einen Tritt in den Rücken. Bubba machte wieder diese Geräusche. Sie klangen diesmal nur anders, viel trauriger. Dann wurde Tina und Bubba in den gleichen Raum gesperrt. Drayton sagte streng, Bubba, töte sie. Oder ich tue es. Du hast Zeit bis morgen 12 Uhr. Dann knallte Drayton die Tür zu und verriegelte sie. Bubba setzte sich auf einen Stuhl und nahm beide Hände vors Gesicht. Er schien verzweifelt, hin und her gerissen zu sein. Tina beobachtete ihn und ging langsam auf ihn zu. Tina kniete sich vor Bubba und begann zu reden. Hey, das wollte ich nicht. Machen die das immer? Bubba schaute hoch und nickte. Tina legte behutsam eine Hand auf Bubbas linke Schulter. Das ist unfair. Wehre dich dagegen. Du musst das nicht mit dir machen lassen. Bubba sah Tina an. Er suchte mit den Augen die Kettensäge und deutete darauf. Tina drehte sich um und sagte, ja, ich weiß, du sollst mich töten. Das musst du nicht. Bubba schüttelte den Kopf. Dann stand er auf und zeigte auf den Schriftzug, The Soul is Family. Dann deutete Bubba auf das Wort Family und sah Tina an. Tina sagte, okay, jetzt verstehe ich. Aber das ist keine Familie. Man schlägt sich nicht. Man hilft sich gegenseitig in der Familie. Bubba machte ein nachdenkliches Gesicht. Er legte seinen Kopf schräg nach links und schaute zur Decke. Tina sagte vorsichtig, dass ich dich liebe, habe ich aus Angst gesagt. Bubba schaute Tina an. Tina fuhr fort. Ich denke aber, dass du ein sehr netter Mensch sein kannst. Man zwingt dich dazu, zu töten. Hör auf damit, bitte. Bubba wirkte plötzlich sehr nervös. Er griff zur Kettensäge und ging auf Tina los. Doch Tina schlüpfte durch seine Arme und umarmte ihn. Bubba erstarrte und beide schauten sich in die Augen. Nun standen beide schon circa 5 Minuten einfach so da. Schauten sich an. Tina hoffte, dass Bubba seine Kettensäge weglegt, doch er hielt sie fest in seinen Händen. Tina sah in Bubbas Augen. Sie waren tief dunkelbraun. Und es schien ihr, als ob Bubba sich nicht entscheiden könnte. Er war unsicher und sie sah auch Angst in seinen Augen. Angst vor seiner Familie. Tina sagte vorsichtig, Bubba, bitte. Leg die Kettensäge weg. Bubba zuckte kurz zusammen und legte die Kettensäge weg. Tina redete die halbe Nacht und Bubba hörte zu. Am nächsten Morgen um 10 Uhr wurde Tina wach. Sie erschrak kurz. Sie war in Bubbas Armen eingeschlafen. Tina sah Bubba an. Er sieht so friedlich aus, wenn er schläft, dachte Tina sich. Tina sah an sich herunter und bemerkte, dass ihre Kleidung mittlerweile schmutzig geworden war. Bubba wurde wach und stand auf. Er sah Tina an und versuchte zu lächeln. Doch plötzlich schlug die Tür auf und Drayton stand mit einem langen Messer in der Tür. Drayton sah Bubba an und brüllte, so! Jetzt ist es soweit. Das Weib stirbt. Drayton ging auf Tina los. Plötzlich ging Bubba mit der Kettensäge dazwischen. Er schüttelte seinen Kopf, als wolle Bubba sagen, nein, lass ihn in Ruhe. Drayton wurde noch wütender und sagte, aus dem Weg, du Nichtsnutz. Du wirst deine Strafe noch bekommen. Bubba blieb stehen und er sah Drayton sehr ernst an.
Drayton schimpfte fürchterlich. Bubba ging langsam im Kreis nach rechts herum. Und Tina blieb immer hinter Bubba. Drayton schrie: Verräter, stirb! Drayton hob sein Messer und attackierte Bubba. Doch er konnte den Angriff mit der Kettensäge abwehren. Dann stürmte Shoptop ins Zimmer und sagte: Hey, was ist hier los? Bubba, bist du verrückt? Shoptop zogte ein Messer und wollte Bubba von hinten angreifen. Doch Tina griff nach dem Fleischerhammer und schlug zweimal zu. Tina zertrümmerte den Schädel von Shoptop und zur selben Zeit durchbohrte die Kettensäge Draytons Torso. Das Blut spritzte überall hin. Drayton sank zu Boden und Bubba drehte sich um. Er sah Shoptop am Boden liegen, Tina mit dem Fleischerhammer in der Hand. Tina erschrocken. Nein, was habe ich getan? Tina warf den Fleischerhammer zu Boden und sah Bubba an. Dann hörten sie Polizeisirenen und Tina sagte: Wir müssen hier weg, schnell, beeil dich. Beide rennen aus dem Haus und einen Waldweg entlang. Dann waren sie umzingelt von den Polizisten und Bubba schubste Tina eine Böschung herunter. Tina rutschte weit runter und sagte: Bubba, warum tust du das? Als Tina später die Böschung wieder hochgeklettert war, waren alle weg. Tina sagte zu sich selbst: Keine Sorge, ich komme und werde dir helfen. Tina ging zurück zur verlassenen Tankstelle und schaute sich dort um. Sie fand eine Geldkassette und den Schlüssel in einer Schublade. Sie nahm das Geld und kaufte sich eine Kettensäge, denn sie kam vor einem Tag circa an einen Laden vorbei, der Kettensägen verkaufte. Tina modifizierte diese Kettensäge und schrieb einen Satz darauf. The saw is justice. Zu Deutsch, die Säge ist Gerechtigkeit. Sie verkleidete sich als Gärtner und ging am nächsten Tag zum Gefängnis, in dem Bubba gefangen genommen wurde. Am nächsten Tag stand Tina in Gärtnermontur mit einem dunkelgrünen Sack in der linken Hand vor dem Tor. Der Wachmann fragte, was sie wollte, und Tina antwortete: Ja, hallo, guten Tag. Ich soll mich hier um die Büsche und Bäume im Innenhof kümmern. Hier ist mein Auftragsschein. Niemand schöpfte Verdacht und Tina konnte durch. Sie wurde in den Innenhof gebracht. Und in einem unbeobachteten Moment versuchte Tina, in die Reservatenkammer zu gelangen. Tina schaffte es. Doch musste sie sich mehrmals verstecken. In der Reservatenkammer nahm sie die Kettensäge von Bubba und steckte sie in den großen grünen Sack. Doch plötzlich eine Polizistin. Hey, was machen Sie da? Tina total unschuldig. Oh, Entschuldigung, ich suche die Toilette. Wo ist die bitte? Die Polizistin, raus hier! Wie kommen Sie hier rein? Tina ging an der Polizistin vorbei, drehte sich blitzschnell um, schlug der Polizistin mit der Faust ins Gesicht, sperrte sie in die Reservatenkammer ein. Tina ging etwas schneller und war wieder im Innenhof. Sie erblickte nach einiger Zeit die Zelle von Bubba. Tina versuchte, zu ihm zu gelangen und schleichte durch die Gänge. Ein Wachmann fragte, was Tina im dritten Stock machte, und Tina antwortete: Ich suche den Kaffeeautomaten. Der Wachmann: Okay, der ist im vierten Stock. Aber beeilen Sie sich, okay? Tina nickte und ging in den vierten Stock und dann in den fünften. Sie rannte nun, öffnete Bubbas Zelle. Bubba schaute verwirrt. Tina packte aus dem grünen Sack zwei Kettensägen, zwei schusssichere Westen, die sie in der verlassenen Tankstelle gefunden hatte, und sagte: Schnell, Bubba, wir müssen uns beeilen. Bubba griff sich seine Kettensäge und sein Blick wanderte zu Tinas Kettensäge.
Bubba deutete auf den Schriftzug und er machte dabei Geräusche, als wolle er mitteilen, dass es ihm gefällt, was darauf zu lesen ist. Tina lächelte, doch plötzlich kamen zwei Wachmänner. Hey, was ist denn hier los? Tina und Bubba sahen sich an, nickten sich zu und statteten gleichzeitig die Kettensägen. Die Wachmänner schrien, runter mit der Kettensäge! Doch da hatte Bubba ihn erwischt und ihm mit der Kettensäge den Kopf abgetrennt. Das Blut floss über den Boden und spritzte gegen die Wand. Sein Kollege war total paralysiert und bewegte sich keinen Millimeter. Dann stach Tina diesen, ihre Kettensäge, in den Bauch und die Innereien quellten hervor. Dann ging auch dieser Wachmann mit gurgelnden Geräuschen zu Boden. Tina und Bubba nickten sich zu und rannten raus. Tina und Bubba metzelten sich bis zum Ausgang und sie hinterließen eine breite Spur aus Blut und Innereien. Das Gefängnis glich einem Schlachthaus. Am großen Tor standen nun 20 Polizisten und richteten ihre Waffen auf Tina und Bubba, die sich geschwind in Deckung begaben. Tina drückte Bubba eine Schrotflinte in die Hand, die sie einem Polizisten abgenommen hatte, und sagte, viel Spaß. Bubba grinste und sprang aus der Deckung hervor. Er traf 4 Polizisten mit einem Schuss und hechtete wieder in Deckung. Bubba lud nach und schoss noch einige Male, bis es plötzlich still war und kein Gegenfeuer zu hören war. Tina und Bubba wagten sich aus ihrem Versteck und sahen die Wachleute blutüberströmend übereinander liegen. Als Tina im Wachhäuschen den großen grünen Knopf drücken wollte, sah sie einen letzten Wachmann verängstigt in der Ecke sitzen und Tina sagte zu Bubba, »Hey, schau dir das an! Wie jämmerlich!« Tina lachte und erhob die Kettensäge. Bubba machte es ihr nach und machte Geräusche dabei. Dann stachen beide mit ihrer Kettensäge in den letzten Wachmann und zerteilten ihn bis aufs Unerkenntliche. Dann drückte Tina den großen grünen Knopf und beide rannten davon. Ein Jahr später, fernab von jeglicher Zivilisation, wohnen Tina und Bubba in einem alten Bauernhaus und lockten ahnungslose Wanderer und Touristen in ihre Falle. Tina und Bubba halten eine junge Frau gefangen. Der Freund der Dame liegt bereits zerteilt auf der Schlachtbank. Doch in einem unachtsamen Moment konnte die junge Frau fliehen. Tina und Bubba rannten ihr hinterher, doch die Frau kann in einem Pickup-Truck entkommen. Tina und Bubba waren darüber nicht sehr erfreut und beide fingen an zu tanzen mit ihrer Kettensäge. Ja, meine Lieben, das war die Geschichte. Man kann vielleicht erahnen, wo ich mich inspirieren lassen habe. Genau, Texas Chainsaw Massacre habe ich mich inspirieren lassen. Und jetzt ist da die Geschichte raus entstanden. Ein paar Sachen erkennt man vielleicht wieder am Ende dieser Kettensägentanz, den man im ersten Film halt kennt. Und dann dieses, ja, als wenn da irgendwie Romantik in der Luft liegt. Das kennt man aus dem zweiten Film ja. Und ich habe das jetzt einfach so ein bisschen zusammengemischt irgendwie. Und genau. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Geschichte fandet. Und morgen als Ankündigung kommt auf jeden Fall mein Horrorfilm. Ich habe noch einen Horrorfilm gemacht. Genau, der kommt morgen, so circa 21 Uhr. Und ja, dann würde ich mal sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Tofina.